quasi in den Kronjuwelen der Orange Cyber Defense im Cyber Security Center in Augsburg. Das ist das Herzstück unseres Serviceangebotes und hier sind auch unsere Mitarbeiter angesiedelt, die im tagtäglichen Betrieb 7x24 unsere Kunden betreuen. Mein Name ist Matthias Rosche, ich bin der Geschäftsführer der Orange Cyber Defense Germany. Ich denke, unsere Besonderheit hier ist, dass wir in der Lage sind, auf der einen Seite den kompletten Stack von der Prävention über die Detection bis zum Response, also bis zur Reaktion abzubilden. Das Ganze auch für internationale Kunden weltweit lokal zu unterstützen und zusätzlich nicht nur im IT, sondern auch im OT-Umfeld diese Services anzubieten. Und diese breite Palette kann ein Unternehmen liefern, das auch entsprechend breit aufgestellt ist. Und das sind wir als Marktführer in Europa. Wir sind seit über 15 Jahren am Markt, bedienen die größten Kunden in Europa und haben ein ausfallsicheres Netzwerk von 18 verschiedenen Cyber Operations Centers weltweit aufgebaut, die über die Cloud miteinander vernetzt sind. Damit garantieren wir Ausfallsicherheit auf der einen Seite und höchstmögliche Erfahrung im Bereich Security Services auf der anderen. Was wir hier machen, wir greifen remote in der Regel auf die Infrastruktur des Kunden zu. Wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen, wir haben die Sicherheitsmaßnahmen abgestimmt. Wir haben auch sichergestellt, dass sie angemessen sind und bauen üblicherweise unsere Services aus Modulen zusammen. Die beinhalten auf der einen Seite den Prevention-Part, das heißt die Unterstützung beim Betrieb, Maintenance, also die Wartung von Systemen. Wir werten die Logfiles von entsprechenden Sicherheitsumgebungen aus. Das heißt, wir analysieren, was für Events, was für Ereignisse passieren da und wir reagieren letztendlich auf diese Ereignisse. Das heißt, unsere Analysten schauen sich sehr genau an, was passiert und reagieren dann, indem sie zum Beispiel den Kunden informieren oder auch selbsttätig eingreifen, um zu verhindern, dass zum Beispiel ein Angriff durchdringt. Also die Branche entwickelt sich natürlich kontinuierlich weiter mit den Angriffsszenarien, die wir beobachten. In der Vergangenheit war Prävention eigentlich der Schwerpunkt. Das heißt, man hat sehr viel darauf geachtet, Sicherheitsvorfälle zu verhindern. Mittlerweile sind wir, glaube ich, alle so weit, dass wir sagen, wir akzeptieren, dass es einen Sicherheitsvorfall geben kann. Und unser Fokus liegt deshalb darauf, die Auswirkungen eines solchen Sicherheitsvorfalls zu minimieren. Wir haben eine ganze Reihe von Kundenfällen, wo wir gerade im Bereich Ransomware aufgefordert wurden, zu unterstützen, den Betrieb wieder in Gang zu kriegen. Das heißt, Unternehmen haben zum Teil Komplettausfälle gehabt. Das ist auch mit großen Schäden verbunden, wie man sich vorstellen kann. Und da kommt es auf die Zeit an, in der man reagiert, wo wir dann auch dem Kunden helfen, diese Schäden wieder zu beseitigen. Sicherheitsstandards sind für uns Gesetz. ISO 27001 ist eines der Standards, die wir unterstützen und wo wir auch sicherstellen, dass unsere Services entsprechend diesen geliefert werden. Wir helfen auch unseren Kunden, dies bei sich zu implementieren und sicherzustellen. Unsere Kunden können sicher sein, dass sie dedizierte Mitarbeiter für ihren Service bekommen, die sie auch persönlich kennenlernen können. Sie können die Lokation hier sowohl auch in anderen Regionen anschauen und sie können sicher sein, dass sie den bestmöglichen Service mit sehr viel Hintergrundwissen durch diese Kollegen erhalten werden. Orange.